Liebe Freunde, Lechaim, Lechaim. Ja, wir sind jetzt auch live geschaltet, die ganze Welt hört uns zu. Dann machen wir eine Runde mit diesem tollen Gerät, jeder kann Hallo sagen, wenn er möchte. Lechaim, Lechaim. Erst einmal muss man sagen Lechaim. Auch jemand, der nicht Alkohol trinkt, und das ist für ihn ungesund, aber zu trinken, ein Lechaim zu Ehren des Lubavitcher Reben, das schadet nicht. Umgekehrt, das ist sogar eine Medizin. Lechaim. Einmal war ein Chassid, er ist gefahren zu seinem Rabbi, Rabbi Schneor Salman, Balatanya. Das war Sukkot. Und der Chassid war sehr krank zu Simchat Torah, er konnte nicht aus dem Haus gehen, so krank war er. Es war kalt in Russland, er hat Fieber gehabt. Der Rebbe hat ihn rufen lassen, komm, komm. Er sagt, ich kann, ich bin krank. Er sagt, komm, sag Lechaim und ich verspreche dir, du wirst gesund. So war es. Also wer trinkt zu Ehren des Lubavitcher Reben, wird ihm nicht schaden, es wird ihm sogar bringen in viel Bracha. Also bitteschön. Lechaim, Lechaim, Lechaim. 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 Heute Abend beginnt Gimel Betamuz, der dritte Tag im Monat Tamuz. Gimel Betamuz, ja, wenn ich jetzt eine Runde mache und euch frage, was ist Gimel Betamuz, dann werdet ihr mir sagen, die wissen, aber wahrscheinlich alle kennen, wissen, Gimel Betamuz vor 16 Jahren, der Rebbe ist von uns gegangen. Ja, Gimel Betamuz. Und heute ist das 26 Jahre. Ich habe mich um 10 Jahre verrechnet. Passiert. Das würden die Leute sagen. Ja, der Rebbe ist von uns gegangen und wir heute erinnern uns an den Rebbe. Ja, man macht eine Askara. Askara bedeutet Erinnerung. So wie man macht Joshua, man sieht zu Ehren des Verstorbenen, man redet über ihn, erzählt über ihn. Aber ich möchte euch was sagen. Gimel Betamuz ist was anderes. Weil der Lubavitcher Rebbe ist anders als alle anderen. Deshalb Gimel Betamuz ist nicht eine Azkara, ein Tag, wo wir uns erinnern an den Rebbe, den es einmal gab. Sondern Gimel Betamuz ist ein Tag, wo wir uns mit den Reben verbinden. Das ist ein Tag, wo wir bestätigen, dass der Rebbe nicht von uns gegangen ist. Dass der Rebbe mit uns ist. Der Rebbe ist hier und der Rebbe wirkt. Das heißt, Gimel Betamuz ist nicht ein Tag. Oh Rebbe, so schön war es mit dir. Und wir denken, reden und. Sondern es ist ein Tag, wo wir sagen, nein, der Rebbe ist mit uns auch heute. Es ist ein Tag, wo wir die Pflicht haben, uns an den Rebbe zu verbinden und unsere Bindung zu ihm zu stärken. Das ist Gimel Betamuz. Und ich werde euch erklären, warum. Weil meine viele Tzadikim waren hier, sind gegangen. War. Und man lernt, von was sie getan haben. Warum ist das bei dem Lubavitcher Rebbe anders? Weil der Lubavitcher Rebbe ist nicht ein normaler Tzadik. Wir kennen Tzadikim, Baruch Hashem, wir haben viele Tzadikim. Aber der Lubavitcher Rebbe ist nicht ein Tzadik wie alle anderen Tzadikim. So, Bemet, wer bin ich, dass ich abwägen kann, welche Tzadikim sind hier? Tzadikim haben ihre eigene Welt und sie sind alle Tzadikim. Und wir haben überhaupt nicht ein Recht, hier abzuwägen. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Nichtsdestotrotz, wird jede Sache geprüft anhand der Konsequenz, anhand des Resultats. So, wenn wir uns annehmen, den Lubavitcher Rebbe, was der Lubavitcher Rebbe gemacht hat mit der Welt, welchen starken Einfluss der Lubavitcher Rebbe hatte und noch immer hat auf das jüdische Volk und auch auf die Nichtjuden und auch auf die Goyim, werden wir nicht noch so eine Persönlichkeit finden, bis
zu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, er war ein Anführer für das gesamte Volk und er hat auch den Goyim beigebracht, was es bedeutet, dass es nur einen Gott gibt. Nach ihm war niemand anderer so einflussreich bis zum Lubavitcher Rebbe. Denn alles, was dazwischen war, das waren große Rabbiner und große Tzadikim, aber sie haben sich konzentriert auf eine gewisse Gruppe im Volk. Sie haben sich konzentriert auf die, auf die, auf die, auf die. Oder es war unter israelischer Hoheitsregierung, David Amelech und so weiter. Alles in einem Land, alles ein Land. Aber nachdem die Juden verstreut wurden über die ganze Welt, was ja der Einfluss auf sie viel schwieriger gemacht hat, weil alle sind verstreut, gab es niemanden wie den Lubavitcher Rebbe, der gedacht hat auf groß. Nicht nur meine Leute, nicht nur die Ashkenazim, nicht nur die Religiösen. Wisst ihr, es gibt in Israel, es gibt nicht religiöse Parteien, es gibt linke Parteien und es gibt die religiösen Parteien, Baruch Hashem. So, die religiösen Parteien teilen sich auf in zwei allgemeine große Parteien. Es gibt die Sfaradim und es gibt die Ashkenazim. Und der sorgt sich für die Sfaradim und der sorgt sich für die Angelegenheiten der Ashkenazim. Das ist super, das ist toll, dass es das gibt. Der Lubavitcher Rebbe ist aber nicht so einer. Diese Parteien haben ihre Rabbiner und ihre Oberrabbiner und ihre Anführer. Weil es gibt immer um eine gewisse Gruppe von Menschen, um die man sich zu kümmern hat. Der Lubavitcher Rebbe war und ist ein anderes Kaliber. Das ist ein Tzaddik, der sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um alle zu kümmern, für jeden da zu sein, egal von wo du kommst, wer du bist, sogar wenn du bist ein Jude, der gegen Judentum ist, auch für ihn ist er da. Das heißt, man muss sich verstehen, mit allem Respekt zu allen Tzadikim, aber Lubavitcher Rebbe ist was ganz, ganz anderes. Und deshalb auch, dieser Tag ist nicht ein Tag, wo wir reden können in vergangenen Zeiten. Denn Lubavitcher Rebbe ist auch heute hier. Woher sehen wir das? Wieder an dem Resultat. Schau dir an, was in den letzten 26 Jahren passiert ist, wo wir den Rebbe nicht mehr sehen. Welcher Tzaddik hat es geschafft, dass nachdem er schon nicht mehr da ist, sozusagen, dass sein Einfluss auf der Welt noch immer so groß ist? Wen gibt es noch? N. Der Lubavitcher Rebbe ist was anderes. Deshalb auch Gimel Tammuz ist nicht ein Tag von was war einmal und schöne Erinnerungen und Lehren, sondern Gimel Tammuz ist ein Tag, wo wir sagen, der Rebbe ist mit uns. Und man kann von dem Rebbe Dinge bitten, sei es, wenn man fährt zum Ohel HaKadosh, wenn man dem Rebbe schreibt in Igrot Kodesh. Und nicht nur das, man kann dem Rebbe schreiben und sagen, mir geht es so, mir geht es so, gib mir Hilfe, gib mir Rat. Und der Rebbe hilft, er hat seine Wege zu antworten auch heute. Das kennen wir nicht, das kennen wir nicht von anderen Tzadikim. Dass es diesen persönlichen Kontakt gibt zu einem Menschen heute, zu einem Tzaddik, den wir nicht mehr sehen. Das gibt es bei keinem anderen Tzaddik. Deshalb, Gimel Tammuz ist ein Tag, wo wir uns verinnerlichen müssen, der Rebbe ist da und der Rebbe hilft. Und wir haben die Pflicht, nicht nur das Privileg, auch die Pflicht, das zu nützen und uns an den Lubavitcher Rebbe zu binden. Warum? Warum haben wir diese Pflicht? Es ist ganz einfach. Im Buch Tanja, Kapitel 2, steht das ausführlich geschrieben. Als ein Mensch kann sich nur binden an Gott durch einen Vermittler, durch einen Tzaddik. Und er erklärt dort sehr schön, dass das jüdische Volk ist wie ein Körper und im Körper gibt es den Kopf und im Körper gibt es die Fußnägel. Damit der Fußnagel sich binden kann an Gott, muss er sich zuerst an den Kopf binden. Und der Tzaddik ist der Kopf im jüdischen Volk. Der Lubavitcher Rebbe ist unser Kopf. Und wir sind alle die Fußnägel. Nicht beleidigt sein. Auch ich bin ein Fußnagel und auch er ist ein Fußnagel. Wir sind alle Fuß, wir sind alle in unserem Niveau niedrig. Wissen wir. Sind nicht der... Ich gehe schon ab und zu mit die Kuppe. Ja, manchmal. Ja, und der, das ist... Und wir, man kann nur an Gott, mit Gott verknüpft sein... Und kann nur Segen kriegen, Erfolg kriegen, in allem, was man braucht, sei es materiell, sei es spirituell, wenn man verbunden ist an einen Tzaddik.
Und wenn wir reden von Lubavitcherem, ist das der Tzaddik aller Generationen. Und deshalb ist diese Bindung notwendig. Schon nach rein aus egoistischer Sicht. Wir wollen was haben. Wir wollen von oben was haben. Wir brauchen den Vermittler. Wir brauchen den Vermittler, der uns auftritt, den Hahn, und der Schlauch ist offen. Es geht nicht anders. Okay. Was will der Rebbe von uns? Oh, das ist, wenn wir darüber beginnen zu reden, hat das kein Ende. Und trotzdem will ich einen Punkt sagen. Ich glaube, vielleicht kann man das sagen, das ist die Zusammenfassung, der zentrale Punkt von dem Rebbe. Wenn man so sagen kann, ja, der Rebbe ist so groß, wir wissen so viele Dinge noch gar nicht über ihn. Aber einen Punkt habe ich hervorgehoben. Der Rebbe hat für unsere Generation Anweisungen gegeben. Unsere Generation, es gibt spezielle Anweisungen, was sollen wir tun? Ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Zuallererst hat der Rebbe gesagt, dass es unentbehrlich ist für einen Juden, mit Gott verbunden zu sein, wenn er nicht lernt Chassidut. Jeder Jude hat die Pflicht, heute zu lernen Chassidut, sprich die inneren Dimensionen der Torah. Das ist das Buch Tanya, das sind Likutei Sichot, Sichot Rabbi Lam. Es gibt viele, viele Bücher in jeder Sprache. Nebenbei, ihr müsst wissen, das Buch Tanya, das ist das Grundbuch von Chassidut. Das ist das Buch, das in den meisten Sprachen übersetzt wurde und am meisten verkauft ist. Tanya, ja. Das ist das, ich glaube, es hat sogar schon die Bibel überholt. Weil die Bibel galt als für lange Zeit als der Bestseller. Nein, ich habe vor einer Woche gesehen, die Bibel ist noch... Okay, dann, Feder, wir geben Ehre, Torah Shebichtav. Aber danach... Buch Tanja, es gibt nicht noch ein Buch, das so verbreitet wird, das ist Chassidut. Dass der Mensch, es gibt eine Pflicht, der Jude hat eine religiöse Pflicht, wie er die Pflicht hat, Tefillin zu legen. Er hat die Pflicht, Chassidut zu lernen. Damit knüpft er sich an den Rebbe und damit öffnet er alle Tore des Himmels für ihn. Noch eine wichtige Sache, und das, manche kennen das schon, manche machen das, es gibt Chittat. Chita, das ist zu lernen, die drei täglichen Shiurim. Tehillim zu sagen, jeden Tag, wie geordnet nach den Monaten, nach den Monatstagen. Tanja und Chumash. Und vielleicht noch einen wichtigen Punkt. Wenn wir uns anschauen, wie der Rebbe betrachtet jeden einzelnen Juden, wir können daraus viel lernen, wie der Rebbe möchte, dass wir die Menschen betrachten. Es gibt viele Briefe, wo der Rebbe darüber schreibt, welchen Bezug er hat zu dem jüdischen Volk. Wir haben gesagt, dass der Rebbe ist der Kopf und der Körper hat Fußnägel. Ist der Kopf bereit, auf seine Fußnägel zu verzichten? Nein. Niemand möchte, dass man den Fußnagel abreißt. Obwohl, es ist nicht so notwendig, dieser Fußnagel. Aber es tut weh und es ist ein Teil des Körpers. So der Rebbe betrachtet das jüdische Volk. Er sagt, jeder Einzelne ist ein Teil von mir. Und deshalb auch der Bezug des Rebbe zu jedem Juden ist ein Bezug wie ein Vater zu seinen Kindern. Manchmal der Vater hat seine Kinder schon satt. Es gibt auch so welche Fälle. Man hat die Kinder immer lieb und will sie zurückhaben. Und so der Rebbe hat einen Bezug zu jedem einzelnen Juden. Das heißt, wenn der Rebbe redet über einen jüdischen Menschen, sagt er, egal wie er denkt, ist er religiös, ist er Ashkenazi, Sfaradi, Hasidi, mein Bezug zu ihm ist genauso wie zu einem großen Rabbiner. Weil er ist ein Teil von mir. Und dann ist es einfach und selbstverständlich, dass wir dem anderen helfen, für ihn da sind. Es gibt einen Rabbiner, ist ein Chabad-Rabbiner in Kalifornien, heute. 60 Jahre zurück, er war ein junger Schüler in 770 in New York. Ich glaube, Salman Lipsker heißt er. Der war dort ein Schüler, hat dort gelernt, intensiv, und nachts, er ist eingeschlafen auf einem der Bänke in 770. Um 2 Uhr in der Früh, er fühlt auf seiner Schulter eine Hand. Das war der Sekretär des Rebbe, Rabbi Chadakov, einer der Sekretäre des Rebbe. Und er sagt ihm, hör zu, der Rebbe
hat einen Auftrag für dich. Jetzt, 2 Uhr nachts. Sagt was? Sagt, es gibt einen Juden. Er lebt in Long Island. Und dieser Jude braucht Tfilin. Bis 6 Uhr schläft er. Um 6 geht arbeiten. Du musst um 6 kommen. Nicht früher und nicht später. Genau um 6 steh vor seiner Tür, gib ihm die Tfilin. Das ist die Mission, die der Rebbe von dir möchte. Er natürlich stellt keine Fragen. 2 Uhr in der Früh. Kein, ich weiß nicht, was gibt ihn mehr. Er sofort macht auf den Weg, nimmt die Tfilin. Der kommt zu diesem Mann um 6 Uhr. Er hieß, weiß nicht, Luis. Luis Thaler, glaube ich. Er klopft an um 6 Uhr, tak, tak, tak. Der Mann macht ihm auf. Er ist völlig, er ist erstaunt. Er ist schockiert. Was, Kilo, wie kommst du hierher um 6 Uhr mit Tfilin? Gut, er hat ihm gezeigt, wie man legt. Weil der Rebbe hat gesagt, zeig ihm, wie man legt. Danach erzählt er, du musst wissen, dein Rabbi ist unglaublich. Gestern Nacht war ich bei ihm bei einem Privatgespräch. Gestern Nacht. Und der Rebbe hat mit mir geredet, hat mich gefragt, ob ich Tfilin lege. Ich habe gesagt, Rabbi, ich habe keine Tfilin. Und ich weiß nicht, wie man sie legt. Gut, und wir reden über dies und jenes. Dann der Rebbe wieder, er fragt mich, sag mir, wenn ich dir jemanden schicke, der dir zeigt, wirst du Tfilin legen? Und er war so unangenehm, habe ich gesagt, ja, das hätte. Ich habe ihn vergessen. Und der Rebbe so fragt mich noch später, was arbeitest du? Wo wohnst du? Wann stehst du auf? Ich habe nicht verstanden, was der Rebbe fragt mich so Details. Jetzt stehst du hier vor mir mit Tfilin 5 Stunden später. Der Rebbe war so beschäftigt, ganz am Israel auf seinen Schultern. Und er sagt, dieser Jude möchte Tfilin legen, kein Tag soll vergehen. Er soll schon morgen seine Tfilin haben. Die Geschichte ist nicht vorbei. Dieser Mann hat das gemacht, Jahre später, viele Jahre später, er bekommt einen Anruf von einer Frau. Er kennt sie nicht. Er sagt, wissen Sie, wer ich bin? Er sagt, Sie vor 20 Jahren waren bei uns zu Hause, haben meinem Vater Tfilin gelegt um 6 Uhr in der Früh. Ich bin gerade aus meinem Zimmer gekommen, ich war ein kleines Kind, ich habe das gesehen. Wenn mein Papa Tfilin legt, das heißt, was wurde so eingraviert in meinem Herzen, dass ich begonnen habe, mich zu beschäftigen mit Judentum. Und heute bin ich eine religiöse Frau, habe eine Familie und so weiter und so weiter. Der Rebbe, was interessiert der Rebbe diesen Juden? Der Rebbe ist noch ein Jude. So viele Juden gibt es. No. Nein, auch er ist ein Teil von mir. So, der Rebbe denkt an jeden und er denkt auch groß. Nicht einer, viele, nicht zwei, die ganze Welt, Einfluss überall. Das ist Zadikador. Das ist der Rebbe. Und wenn wir uns knüpfen, nicht wollen, müssen, denn ohne dem geht es nicht. Unser Bezug zu Gott, unser materieller Segen hängt nur davon ab, dass wir einen Kontakt haben zu dem Vermittler, zu dem Kopf. Müssen wir in diesen Wegen gehen. Wir müssen uns stärken im Torah lernen, im Chassidut vor allem. Und wir müssen Verantwortung übernehmen, auch für andere Juden. Gut, ich habe genug geredet. Essen muss man auch. Lechaim, Lechaim! Lechaim, Lechaim! Gimel Tammuz, der Tag, an dem wir uns an den Rebbe verbinden. Lechaim, Lechaim! Lechaim, Lechaim, David! Ay, 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 ay
Ich rufe euch der Mozi. Kann sein, Russisch kann ich nicht. Loch, lachaim, lachaim. Meine Deutsch, ja? Wird schon gut hin. Top, lachaim, lachaim. Vor 3 Jahren, also ein bisschen mehr als 3 Jahre, habe ich die Zchut, die Gelegenheit gehabt, mit einer großen Gruppe aus Wien zum Rebbe fahren, nach New York. Und in diesem Shabbat, wo wir dort waren, das war Shabbat vor Chag HaShavuot, haben wir viel mehr gebetet und gesungen, gegessen. Ja, war ein großes Verbringen. Durch den Verbringen so haben wir für 2 Paare gebetet, sollen sie Kinder bekommen. Ein Paar war... Ein Paar war Jonathan Aria mit seiner Frau. War schon ein paar Jahre verheiratet, aber noch keine Kinder bekommen. Und der zweite war Daniel und Daniela Moise. Baruch Hashem, in diesem Jahr, wo wir zurückgekommen, beide Paare, Baruch Hashem, haben Kinder bekommen. Einer hat Zwillinge bekommen, der andere hat ein Mädchen bekommen. So, der Daniel und Daniel haben ein Mädchen bekommen. Und da möchte ich eine sehr wunderbare Geschichte erzählen. Vielleicht jemand von euch kennt die Geschichte, habe ich schon einmal erzählt, Michi. So. Aber es ist so eine wunderbare Geschichte, ich muss euch das mitteilen, weil es ist Bemet Mashum Yuchad. Genau wie der Rav Sofir früher gesagt hat, dass der Rebbe ist noch immer mit uns. Wie sehen wir das? Genau mit solchen Geschichten. Vor genau einem Jahr habe ich hier in dem so gegenüber Saal gesessen mit Daniel Moiseev zusammen. Es war Gimel Betamuz. Wir haben Verbringen gemacht. Und wie immer, wir sitzen zusammen, wir sagen eine, dann, dann, Lachaim. Baruch Hashem hatte schon eine Tochter. Und seine Tochter ist schon 2 Jahre alt. Und er sagt, so, wir reden zwischen uns und er erzählt mir, schau, das hat er schon, wollen wir noch Kinder haben? Slow, must speak. Ich habe ihm gesagt, Daniel, heben wir jetzt eine kleine Kelitschke, Lachaim.
Und Besrat Hashem, Yetov. Und dann haben wir Lachaim gesagt, sollst du Kinder bekommen. Ich habe ihm eine kurze Geschichte erzählt von einer Bekannten von mir. Sein Name ist Herzl Kusiashvili aus Israel. Und dieser Herzl hatte auch mehrere Jahre lang keine Kinder. Er ist noch sehr oft zu Rebbe geflogen, weil er ist ein Journalist. Und er berichtet von der Schluchim-Konferenz oder von Gimel Bet Amos, wie ist das im Rebbe passiert, was, als Journalist fliegt er hier und her. Eines Tages kommt zu ihm und seine Freundin und sagt ihm, Herzl, hör gut zu, ich gebe dir jetzt 2 Tickets nach New York, fliege mit deiner Frau, aber hör gut zu, ihr fliegt, ihr kommt dorthin zum Ohel von Rebbe, ihr sagt ganze Tehillim-Buch, und ihr kommt zurück. So keine Shopping, Manhattan, nichts. Einfach beten, kommt zurück, Besrat Hashem werdet ihr Kinder bekommen. Er sagt, hallo, ich bin genau vor einer Woche dort gewesen. Wie fliege ich doch wieder? Das ist der Deal. Da sind 2 Tickets, flieg und komm wieder. Und so war, und in diesem Jahr hat er eine Tochter bekommen. Und er erzählt, dass später hat gesagt, Rebbe, Ribono Shel Olam, Pseda, Baruch Hashem, danke für diese schöne, süße Tochter. Aber sie muss auch jemand haben, mit ihm zu spielen. Denn ich bitte sie, noch ein Kind zu bekommen. Und Baruch Hashem, ein Jahr später hat er sein Kind Menachem Mendel bekommen. So habe ich erzählt an Dalin Mosev, letztes Jahr Gimel Tammuz verbringen. Und ich habe ihm gewünscht, Daniel Besrat Hashem, deine Tochter wird Besrat Hashem noch einen Bruder haben. Und sie Besrat Hashem besimcha und betuv levav. Lechaim, lechaim, lechaim. Dann haben wir diesen Nigun Zama Lechan Afshi gesungen, zusammen im Video der Rebbe. Beide haben wir geweint. Ich weiß nicht warum, war so emotionell. Aya Mashum Yuchad Beminu. Er erzählt mir, schau, Rabbi, weißt, es ist nicht immer so einfach, Kinder zu bekommen. Manchmal muss man Behandlungen machen und so weiter. Wir sind gerade in einer Behandlung. Besrat Hashem wird gut sein. Ja, lechaim, lechaim, so war's. Ein Monat später, ich sitze und ich schreibe wie jeden Monat, ich schreibe an der Rebbe einen Brief, was habe ich gemacht bis heute, was plane ich für die Zukunft und tatata. Und ich erwähne auch immer Menschen, was ich, sind bei mir im Kopf für Bracha, für das und für jenes. Und ich schreibe auch, dass der Daniel und Daniela warten auf Kinder und ich bitte bei dem Rebbe, sollen sie einen Bub bekommen, weil Baruch Hashem Tochter haben sie schon. Und sie möchte mit jemand spielen, dann Besrat Hashem sollen sie auch einen Bub bekommen. Sehr ja, Bracha leben Zachar. So habe ich vom Rebbe gebeten. Und dort habe ich eine nicht normale Brief bekommen, weil ich normalerweise ich schreibe den Rebbe, ich schicke das mit Fax oder E-Mail zum Ohel und dann ich lege das in diese Bücher von Rebbe Igrot Kodesh. Ich mache auf in dem Ort, wo ich habe diesen Brief gelegt und der Rebbe schreibt gleich am Anfang, ich versuche das genau zu übersetzen, der Rebbe schreibt, danke für deine guten Nachrichten, dass du hast deinen Sohn zu Brit Milah gebracht, dass du hast Brit Milah zu sein. Zusammen sollst du und deine Frau eurem Sohn und eurem Tochter wachsen lassen. Viel Brachot für Tochter, was habt ihr schon? Und für Sohn, was wird noch? So, erst gekommen. Ich habe diesen Brief gelesen und gesagt, wow, Zebracham Erebi, Ben Zachar, sie werden Besrat Hashem Ben Zachar haben. Ich habe Daniel angerufen, ich habe nicht erzählt, Ganze, was genau steht. Ich habe gesagt, nur Daniel, hör gut zu, Rebbe schreibt, du hast Bracha für Ben Zachar, Akol Yebeseda. Gut, noch ein Monat, ich schreibe wieder, Besrat Hashem, Rebbe, soll die Bracha erfüllt werden. Nach 2 oder 3 Monaten, ich habe gelesen, Facebook, jemand wünscht, die Daniela, Mazal Tov, gratuliere, bist schwanger. Wow, Wahnsinn, sie ist schwanger, Baruch Hashem. Sofort habe ich mich gesessen, noch einmal einen Brief geschrieben zum Rebbe, Baruch Hashem, ich höre gute Nachrichten, dass sie ist schwanger, Baruch Hashem, denn ich bitte bei der Rebbe, dass die ganze Schwangerschaft wird gesund sein, gesundes Kind, Shia Bezrat Hashem Leida, Beitau Bismana, Shakol Yeh Shalom, Shakol Yavor Bezrat Hashem Beseder. Gut, kache. לא יודע, אגיד, זה היה משהו בנובמבר, אולי 19 נובמבר. Etwa im Cheshvan, irgendeinem Tag, ich kann mich nicht erinnern, wir haben hier oben dieses Event von Investors of Club Chai gemacht, wo wir Spenden sammeln für Club Chai. Und Daniel ist auch gekommen als Gast und unterstützt uns sehr gerne, Baruch Hashem. Und er war auch dabei. Ich sage ihm, Lechaim, Daniel, Baruch Hashem, noch einmal, wir haben Bracha für einen Sohn, Baruch Hashem. Und
diese Gelegenheit habe ich genutzt, ihm zu erzählen, genau was ist in diesem Brief gestanden. Nicht nur, dass es ein Bracha für einen Sohn gibt, sondern mehr Details. Dann ich rede, ich sage ihm, schau, hör gut zu, Daniel, in dem Brief hat gestanden, dass du wirst mit so ein Sohn bekommen, also noch dazu zu deiner Tochter. Er sagt mir, was? Sag noch einmal. Ich sage ihm das, noch einmal dieselbe Wörter, was ich habe ihm früher gesagt. Du wirst noch einen Sohn bekommen, dazu zu deiner Tochter. Drittes Mal von mir. Noch hören. Was noch einmal? Ich habe gedacht, es ist ein bisschen zu laut. Es war so ein kleiner Raum mit Musikhintergrund. Ich habe ihm gesagt, okay, gehen wir raus. Da in diesem Korridor. Ich sage ihm, Daniel, hör gut zu. Der Rebbe hat geschrieben, du wirst besser schon einen Bub bekommen, noch dazu zu deiner Tochter. Er legt seine Hände auf mich so, Schulter. Rabbi, versteh dich nicht noch einmal. Nein, ich habe begonnen zu denken, dass ich mache einen Fehler. Ich denke, vielleicht hat er doch einen Bub bekommen als Erste und ich verwirre mich und ich mache einen Buschot, dass ich denke, dass er eine Tochter hat. Aber das, was ich weiß, das ist, was ich weiß. Ich sage ihm noch einmal, zum viertes Mal, ich sage ihm, hallo Daniel, das war die Bracha, du hast noch ein Bub. Er sagt mir, Rabbi Salman, ich erzähle dir ein Geheimnis. Niemand weiß von diesem Geheimnis, sogar nicht meine Familie. Wir haben Zwillinge. Ein Bub und ein Mädchen. Psst. Ah ja, puh, das war Bemet, Maschu. Gänsehaut. Wie ich habe damals gefühlt. Und er war begeistert, ich war auch begeistert. So einen Tag später, ich bin zum Rebbe geschrieben, der ganze Bericht, wie war dieser Investors of Club Chaiwend. Und auch dazu, das Baruch Hashem Bracha ist erfüllt. Und es gibt, es hat das schon Zwillinge. Noch einmal Bracha, dass Schwangerschaft, Geburt, soll sein, alles im Gesund, Bezrat Hashem. Kommt Chaf Dalet Tevet, Chaf Dalet Tevet ist der Tag von Histalkut, von der Admor HaZaken, Alte Rebbe, Ilula von Alte Rebbe. Bekomme ich eine gute Nachricht, Baruch Hashem, der Daniel und Daniela haben zwei Kinder bekommen, Ben Vebat, Teomim. Und ich sage, ah, Masa, aber dann ich beginne mal ein bisschen zu rechnen, so, Moment, ist nicht zu früh. Und Sekunden später, ich bekomme noch eine Nachricht, von Daniel, bitte Tehilim sagen, es ist ein kritischer Zustand. Ihr kennt, wahrscheinlich erwähnt euch alle aus dieser Geschichte, ein kritischer Zustand. Wir zerricht vielleicht für die Mutter, für die Babys, eine Katastrophe, aber ja, oh, schrecklich, bemet, schreckliche Situation. In diese Verbringung, was wir haben hier oben im Kollel gemacht, genau haben wir Lechaim noch einmal gesagt, sollen sie gesund sein. Und einen Tag später habe ich noch einmal wieder zu Rebbe geschrieben, Rebbe, gute Nachrichten, Baruch Hashem, Mazal Tov, sie haben Kinder bekommen, aber leider sehr gefährlich, sehr zerich Bracha. Der Rebbe schreibt einen Brief, lo normali. Und noch einmal, manchmal, ich schreibe für mich selber Briefe bezüglich private Sachen und ich sehe keine richtige Antwort in diese Briefe von Rebbe. Aber hier war so eine nicht normale Antwort. Der Rebbe schreibt an jemanden, was sagt, dass er ist. Ne? Ich erkläre es nach. Ah, ich habe. Entschuldigung. Ich habe eh gesagt, ich lege das in einem Buch, wo in diesem Buch gibt mehrere Briefe von Rebbe. Es gibt so circa 30 solche Bücher, wo wurden mehrere Briefe von Rebbe gesammelt. Ich lege meinen Brief in einem Buch, ich mache auf. Was kommt raus? Ich lese nicht da oder ich drehe die Blätter hier und da. Nein, das genau das lese ich und ich versuche, meine Antwort zu bekommen. Okay. Und dann, der Rebbe schreibt dann jemand, was sagt der Rebbe, was hat der Rebbe geschrieben? Das hat von dem Rambam gelernt, dass der liebe Gott macht kein Wunder für private Menschen. Heutige Tage macht er nicht mehr Wunder. So von dem Rambam, von dem Maimonides hat er gelernt. Und er sagt, und er schreibt der Rebbe, dass er ist so krank und die Ärzte sagen ihm, schlechte Zukunft, Kilo zeigen ihm schlechte Sachen. Er ist in einer Depression von dieser Nachricht. Und der Rebbe schreibt ihm, wie kannst du sowas sagen, dass heutige Tage gibt es keine Wunder, wo wir sagen, jeden Tag, dreimal am Tag im Gebet, Modima nach Nulach, Al Nisecha, Al Niflotecha, Shebechol Yom Imanu, Al Niflotecha, Vetovotecha, Shebechol Et, Erev, Avoker, Vetzorai. Jede Sekunde passiert mit uns etwas Gutes, ein Nes, wenn ich flaut. Wie kannst du sowas schreiben, dass du, es gibt keine Wunder? Bezrat Hashem, du wirst Wunder haben. Und die letzte Satz, was hat mich sehr stark getroffen, der Rebbe schreibt ihm, was der Zemach Zedek, denke ich, habe ich damals gesagt, das steht in der Torah, Verapo Yerape. Warum in Verapo Yerape? Übersetzung. Und er wird, man macht ihn gesund. Okay, er wird geheilt.
Von diesen zwei Wörtern lernt man, dass der Arzt hat eine Kraft, Menschen zu heilen. Ansonsten denkst du, Moment, Gott hat mich krank gemacht, Hasse Shalom, dann wahrscheinlich muss ich krank bleiben, Kilo. Das ist Gottentscheidung. Wie mische ich ein mit einem Arzt? Nein, sagt uns die Torah, verapoi rapä, denn die Ärzte haben die Kraft und die Genehmigung sozusagen, uns zu beheilen. Schreibt der Zemach Zedek, dass die Ärzte haben diese Genehmigung zu beheilen, aber haben keine Genehmigung, Menschen zu entmutigen. Menschen zu denken, dass oioioi, was für eine schlechte Zukunft habe ich heute. Das liegt in ihren Händen nicht, nein. Und wie der Rebbe schreibt weiter, wie wir haben schon gesehen in den letzten Jahren, dann manchmal schreiben die Ärzte Diagnose und zum Schluss diese Diagnose hat nicht mit der Realität zu tun. Sie haben das geschrieben, aber tachlos was anderes gekommen. Dann, ich empfehle dir, schreibt in der Rebbe, konzentriere dich auf die gute Sachen und nicht auf die schlechte, weil sowieso es wird nur gut sein. Ich rufe Daniel an, Daniel, Tishma, was für eine Antwort hast du hier? Der Rebbe schreibt dich, es wird alles gut sein. Keine Sorge. Die Ärzte haben nur die Kraft zu beheilen und nicht anders. Sei ruhig, ihr besser. Rabbi Salman, ich glaube den Rebbe, ich glaube dir, aber es tut mir weh. Es ist schwer zu glauben. Meine Kinder sind im. Ich will nicht jetzt erwähnen, aber es war ein kritischer Zustand. Es war ja normal, tut mir leid, ich weiß, aber wir müssen daran glauben. So, wenn das gibt, diese Antwort von Rebbe, ja, kol beseder, besat Hashem. Zwei Wochen später haben wir hier oben im Bet Knesset zum Schabbat eine kleine Kiddusch gemacht, wo er hat seine Tochter einen Namen gegeben, Anna El Miriam. Und in dieser Kiddusch war sehr, sehr, traurig, Depression. Ich sage ihm, Daniel, Marco, ihr bist schwer, wer weiß, da hat er noch eine Operation und da hat ein Problem mit dem Buben, ein Problem mit dem Mädchen. Bekizu ist noch nicht ganz. Ich schreibe weiter zum Rebbe, siehe Kacha. Bekitzu, das ist die ganze Geschichte, bis, Baruch Hashem, am Chavdaledia, also vier Monate nach dem Geburt. Ilula Shel Rama. Ilula Shel Rama, Chavdaledia, ich kann es nicht mehr. Daniel schreibt mir, Baruch Hashem, wir sind heute zurück mit zwei Kindern nach Hause gekommen, alle sind gesund, fut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 f
hat mich und ihn sehr, sehr berührt, aber auch viele andere Menschen. Warum? Weil wir sehen hier, wie der Rebbe hilft, auch heutige Tage, auch ohne, dass wir leider ihn sehen können in unseren Augen, aber er ist da für uns, für jeder von uns. Und Besrat Hashem wird uns auch weiter für uns sorgen, dass wir heute noch zu Jerusalem, mit ihm zusammen zu Nacht oder zu Leute kommen, Jerusalem gehen, Geula amitit v'shlema, techef umyad mamash, l'chaim l'chaim. L'chaim l'chaim! Bochim. L'chaim, l'chaim. Leute, vier Gläser! Ah, ist schon besser, oder? Ja, ich erkläre euch alles. Doch. Guten Dank. Rabbi Salman, wir haben dich sehr gern. Du bist ein super Typ. Leute, Lechaim, Lechaim, Lechaim. Maschu meot chashu. Wir müssen, Bemet, Bemet, es steht geschrieben, dass man muss immer... Eddie, пожалуйста. Man muss immer Dankbarkeit zeigen. Lebal Achsan, ja, man muss Dankbarkeit zeigen. Für diejenigen, die das organisieren, die mithelfen. Bruch Hashem, es war lange Corona-Zeit und wir sind lange nicht zusammengesessen. Und es gibt hier einen jungen Mann, er hat gesagt, es kommt Gimel Betamuz auf mich. Ich möchte das alles sponsern. Ich weiß nicht, der hat mit dem Reben irgendeine Rechnung. Ich weiß nicht, was zwischen ihnen ist, aber was Gutes. Und wir wollen ihm heute geben eine besondere Bracha, dass Gott soll ihm geben einen guten Schiduch. Amen. Gott soll ihm geben viel Torah. Und Gott soll ihm geben viel Gesundheit. Amen. Und viel Glück. Amen. Und viel Chochma. Ja. Ja, Ruven ben Lea. Soll Hashem ihm geben, alles, was er braucht. Ad betov hanire ve'anigle. Lechaim, lechaim. Lechaim. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh.
ja, ja, la, 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 ja, ja, ja. לא הייתי, אני לא יודע. לא זכית? הייתי לבד, הרבה פעמים, לא הייתי עם קבוצה. אתה תשאיר, יש פה הרבה אנשים. מה, איזה ניגון? אומר, שהיו אצל... אבי, אבי. או אבי מאוד. אה, זה אני לא מכיר. אתה גם לא היית. חיים, לא, בשנה הזאת לא הייתי. לחיים, לחיים. אני אוהב אותך. Yeah.
אבותינו ולנו. טוב, לחיים, לחיים, לחיים. Es war einmal ein Rav und hat Unterricht gegeben für Frauen. Hat gerade einen Frauenschiur. Aber der Frauenschiur war nicht so erfolgreich. Und am Schluss ist geblieben eine Frau in dem Schiur. Nur eine einzige Frau. Und der Rav, sein Schaliach, ein Chassid vom Reben, hat nicht gewusst, soll er diesen Schiur weiterführen, weil es ist nur eine Frau. Oder soll er vielleicht den Schiur annullieren und einen anderen Schiur machen, wo es gibt mehr Potenzial. Da hat den Reben einen Brief geschrieben. Sagt, Rebbe, ich habe den Schiur mit einer Frau. Ich möchte aufhören mit diesem Schiur. Was erlaubst du mir das? Und der Rebbe sagt ihm so, die Moshe Rabbeinu wurde auch nur geboren von einer Frau. In diesem Satz hat der Rebbe diesen Menschen beigebracht, mein Freund, du schaust einen Menschen an, du fragst dich, zahlt sich aus, in ihn zu investieren? Vielleicht mache ich lieber was anderes, sagt der Rebbe, Moshe Rabbeinu wurde von einer einzigen Frau geboren. Der Rebbe hat in seiner Torah, in seiner Lehre, seinen Fokus sehr stark gelegt auf die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen. Und du siehst in den Briefen des Reben, in den Lehren des Reben, jeder Jude hat das Potenzial zu sein der Allergrößte. Diese Sache, dass der Rebbe glaubt an die Menschen, nicht nur an die Juden, nicht nur an die Juden, auch in Goyim, der Rebbe hat Goyim motiviert, hat Goyim gestärkt. Es wird erzählt, eine die Geschichte, dass einmal der Rebbe ist gegangen nach Hause, hat gesehen zwei Goyim, Kushim, ja, zwei Afroamerikaner streiten miteinander. Der Rebbe ist zu ihnen gegangen, es waren Kinder. Er hat ihnen erklärt, es ist nicht schön, es gehört nicht, man soll nicht streiten, also der Rebbe hat nichts zu tun. Und er hält an, er redet mit ihnen. Jahre später, einer dieser Afroamerikaner hat gegründet ein Institut von Nächstenliebe. Man hat ihn interviewt. Er hat bei sich zu Hause ein Bild des Reben. Er ist ein Goy. Der sagt, das, was der Rebbe mir damals gesagt hat, hat mich inspiriert, aufzumachen ein Institut Nächstenliebe. Und ich bringe den Leuten bei. Sein Bruder wurde ermordet. Ich bringe den Leuten bei, dass man sich vertragen muss. Also der Rebbe glaubt an den Menschen, er glaubt an alle Menschen, er glaubt vor allem an den jüdischen Menschen, weil er hat eine Neshama Elokit, eine göttliche Seele. Aber es gibt ein Problem. Der Rebbe glaubt an uns. Die Frage ist, ob wir an uns glauben. Glauben wir an unsere Fähigkeiten? Glauben wir daran, dass wir eine reine Seele haben
und es in unserer Möglichkeit liegt, alle Mitzvot zu machen? Glauben wir daran, dass wir Tzadikim sein können? Der Rebbe glaubt. Aber der Rebbe glaubt nicht, weil er ist ein Optimist. Der Rebbe ist ein Optimist. Aber der Rebbe glaubt anhand handfester Quellen im Judentum. Das ist nicht nur so Optimismus von irgendwo. Warum der Rebbe glaubt an die Menschen? Der Rebbe sieht in jedem Juden ein irrsinniges Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Im Jefose, es war mal ein Jude beim Rebbe, ich habe so ein Video gesehen. Und da war ein Businessman. Der sagt, Rebbe, ich habe eine Frage. Ich, Baruch Hashem, habe schon viel Geld. Aber ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Aber meine Frage ist, vielleicht soll ich aufhören mit meinem Business. Weil ich brauche nicht mehr Geld. Vielleicht ist die Zeit gekommen, aufzuhören. Der Frage redet über Business, nicht über Torah. Der Rebbe sagt ihm, wenn du gut in einer Sache bist, du hast darin Talent, höre nie auf. Mach weiter. Gott hat dich gesegnet mit deinem Talent. Du hast kein Recht damit aufzuhören. Das ist deine Gabe. Wie kannst du damit aufhören? Und der Mann, gut, wir reden, und dann der Mann fragt ihn, aber Rebbe, trotzdem, ich habe, aber was ist, wenn ich spüre, dass ich genug habe davon? Sagt der Rebbe so, ein Jude hat niemals genug. Ein Jude kann nicht genug haben. Ein Jude hat ein unausschöpfliches Potenzial für noch. Ihm hat der Rebbe gesagt, über Business, das ist eine Sache, umso mehr in guten Sachen, in Torah, in Mitzvot, in Ahavat Israel, in Nächstenliebe, in Helfen anderen. Dass der Rebbe glaubt an unser Potenzial, aber wir manchmal, wir schätzen uns zu klein ein. Wer sind wir? Was sind wir? Was können wir? Wir haben jetzt Rara, wir haben so, wir haben so, wir haben so. Wir schätzen uns zu wenig ein, aber das ist nicht richtig. Und schon im Sefer HaTanya steht geschrieben, dass ein Jude muss wissen, er hat Zweifel in Gott, Chas v'Shalom. Er denkt, wozu, wieso? Sagt er, Valatania, er soll sich nicht davon einschüchtern lassen. Ki Israel, Maminim, Bnei Maminim. Jeder Jude glaubt an Gott. Jeder Jude in seinem Herzen will alle Mitzvot machen. Es gibt einen Yetzer, der stört ihn. Aber er in seinem Potenzial hat die Fähigkeit, all diese Grenzen zu zersprengen und weit, weit, weit nach oben zu kommen. Wir haben darüber geredet, dass wir uns kümmern müssen um andere. Aber der Rebbe bringt uns bei, denn du kannst dich nur um andere kümmern, wenn du erst einmal verstehst, was dein Potenzial ist. Du musst dich um dich selbst auch kümmern. Worüber rede ich? Klar, wir müssen am Schluss kommen zu Tachles. Maaseh Oikar. Letzte, was ist praktisch? Oft kommt uns nun in den Gedanken, was nützt diese Mitzwa, die ich mache, wenn sie nicht ehrlich ist? Was nützt das, wenn ich Shiur Torah gehe und ich bin müde, ich habe keine Lust, ich werde eh nichts verstehen. Was nützt es, wenn ich Zakah gebe, aber mein Herz tut weh. Es ist ja nicht ehrlich. Die Leute reden sich ein, das ist Heuchlerei. Das hat keinen Wert, wenn ich drinnen nicht so fühle. Was nützt es, wenn ich beginne, religiös zu werden, aber ich bin noch nicht überzeugt von den Dingen? Was nützt das alles? Bringt uns der Rebbe dabei, das alles ist eine Illusion. Deine Zweifel, deine Fragen, man muss sie beantworten, ja, aber sie sind nicht echt. Bei einem Juden, was ist echt? Seine glühende, göttliche Seele, die ständig mit Gott verbunden sein möchte und sogar bereit ist, sich aufzuopfern dafür. Das ist bei jedem Juden echt. Der Rebbe glaubt daran. Der Rebbe hat geschickt seine Leute in alle Teile der Welt, obwohl die Juden, die dort waren, am Anfang sie weggestoßen haben. Es erzählt ein Schalir in Brasilien, einer der ersten in Brasilien, der Rebbe hat ihn geschickt, um dort eine Yeshiva aufzumachen. Ist gekommen nach Brasilien, die Leute haben ihn ausgelacht, sie haben ihm gesagt, auf der Handfläche werden Haare wachsen, bevor du hier eine Yeshiva aufmachen kannst. Wenn hier Haare wachsen, wirst du keine Yeshiva aufmachen können. Unmöglich. Und man hat viel gegen ihn gekämpft und hat den Ring gefragt, Rebbe, du hast mich hergeschickt für eine Yeshiva. Die Leute, das ist unmöglich. Und die Leute kämpfen. Der Rebbe sagt, gib nicht auf. Und der Rebbe sagt, aber Rebbe, warum ist das so schwer, wenn das was Gutes ist? Warum die Leute kämpfen so? Schau, was der Rebbe sagt. Der Rebbe sagt, weißt du, wie Feuer? Feuer, bevor es erlischt, es beginnt zu knistern. Es macht Lärm.
Bevor das Feuer liegt, macht krr, krr, krr. Warum? Warum das Feuer macht Lärm? Weil es weiß, jetzt geht es zu Ende. Und es kämpft noch um den letzten Atemzüge. Letzten Moment, das ist der Überlebungskampf, alle machen Lärm. Sagt der Rebbe, so ist das Böse auch. Wenn das Böse sieht, es kommt dem Ende zu, es macht viel Lärm. Auf einmal, es macht sich mächtig, um den Menschen einzuschüchtern. Der Rebbe, macht dir keine Sorgen. Jetzt knistert es und macht Lärm, das ist ein gutes Zeichen. Es kommt zum Ende zu. Und er erzählt, dass Jahre später auf der Hand sind ihm noch immer keine Haare gewachsen, aber Yeshivot gibt es schon in Brasilien. Also der Großvater von Duba. Ja, Lodach hat Hashem. Das ist, der Rebbe glaubt an uns und wir müssen auch an uns glauben. Wir haben viel Kraft, wir haben viel Potenzial, Gutes zu tun, sehr Gutes. Wir haben Potenzial, die Mitzvot zu machen. Und lasst euch nicht einschüchtern von der Stimme, was ist das wert, ich glaube nicht. Alles ist eine Illusion. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, das ist die göttliche Wahrheit. Torah, dass ein Jude leben kann, laut den Gesetzen der Torah und Mitzvot, weil dafür hat Gott die Welt erschaffen. Lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Leute, gleich kommt der Plov. Ja, zu Ehren von dem Reben. Plov. Eddie, Efra Plov. Wo ist der Plov? Ja, so. Nein, Eddie muss sich bewegen. Ich gebe ihm eine Aufgabe. Ah, ja, ja. Oh, Emanuel, Emanuel. Jetzt sind die Kata. Schau, Ruven, er ist nicht da. Er geht. Ruven Ozer. Ah, Ruven hilft. Er ist top. Er ist Projekt Schelos. Er ist top. Ah, ja. Migum? Zama? Zama, Mekirin. Zama lecha nafshi. Zama lecha bezori. Be'eretz tia ve'ayet b'limayim. Be'eretz tzia
gibt Lob, alle werden schon viel. Ja. Hauptsache, die Seele wird nicht kalt. Die wird nie kalt. Elusha, hör zu. Wenn man für Essen aufhört, Torah zu machen, dann ist es ein Problem. Wenn man mitten wo drin ist in Torah, wenn man für Essen aufhört, dann fällt es. Was ist jetzt? Du hast auch Geschichte. Ich wusste nicht, dass du auch. Wie geht's? Was weiß ich? Ich habe einen Schwierigkeiten. אתה יכול לדבר עכשיו? מי עכשיו זה התוועדי? עד עכשיו זה התחלתי? מי עכשיו? זה להתחיל לדבר. מה זה אומי פחות? איי איי איי. משיח, משיח. איך הגעת לבית משיח? לא לכפר, הבא. יש לי עצמנות של מיליון. הוא יקשה לך מעצמו? קיבל פה שערו. אבל הוא קורא לך. אדי, מה זה עשתה פה סאונה, אדי? סאונה פה. לא, 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 חם. דון דניאל. וואה. Eddie, schön, dass du da bist. Schon wieder bist du frech. Aber wir werden uns noch drum kümmern. Ich weiß nicht, wie dein Schwiegervater dich aushält. Werde ich wie dein Schwiegervater dich aushält. Ja, er hat dir keine Wahl. Während ihr genießt ein Essen, gutes Essen von Emanuel, ich möchte euch seine persönlichen Gefühle mitteilen. Meine persönlichen Gefühle. Für, zum Gimel Tammuz, zu diesem Tag. Und erstens Lachaim. Ich bin gewachsen in Israel, in Tzfat, eine kleine Stadt, eine von den vier heiligen Städten in Israel. Tzfat, Tveria, Jerusalem und Hebron. Tzfat, spiegelt sich auf, die, so auf dem Ruach, auf dem Wind, spirituell. Baruch Hashem in einer Familie von 10 Kindern. Baruch Hashem, ich bin der Sechste von oben. Mein Vater ist der Schaliach von Rebbe seit sehr vielen Jahren, hat dort in Tzfat eine Mädchenschule gegründet. Diese Schule hat die Ehre, zu, über den Namen von Mutter von Rebbe zu benannt nach. Bet Chana heißt diese Schule. Mein Vater ist kein reicher Mann, verdient nicht viel Geld oder so, umgekehrt. War nicht so ein leichtes Leben. Bis heute, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aber trotz all dieser Sachen hat er immer versucht, wenn er fliegt zum Rebbe, es war nicht hier so wie heutige Tage, man kann fliegen hier und da, so tschick-tschack und günstig, aber immer wenn er fliegt zum Rebbe, er nimmt ein Kind mit. Und da kommen wir mit der Bedeutung, Ayator, es war seine Reihe, erste der Erstgeborene, der Bechor, dann sein Nachkommen und Nachkommen, so. Bekitzu, ich war der Sechste, aber es war 1992. Eines Tages war ein Abendessen. Mein Vater sagt, Chevre, ich habe heute Ticket bestellt für mich und für Salman. Mein großer Bruder, Schmuel, Schmulik. Warum so war? Laut die Reihenfolge. Schmulik, er ist dran jetzt. Why? Für mich war das. Ich war 7 Jahre alt. Okay. Für mich war das ein. Es hat mich gefreut, dass mein Bruder fliegt, aber für mich war. Ich konnte das nicht halten. Nach ein paar Minuten sagt mein Vater so, Bemet, spontan, ich habe ihm nichts gesagt, nicht geweint, nicht gezwungen, gar nicht, Leute. Aber weißt du was? Fliegst du auch mit? Ich kaufe dich auch ein Ticket. Beide. Sag ja, Kase, Überraschung, Krawalla, lass mal. Okay, ich war froh, aber dann sagt der Papa, hallo, es kostet viel Geld. Ihr müsst nicht Geld zahlen, aber ihr müsst Tanja bei Alpe zahlen. So auswendig Tanja lernen.
Wie viel? Ich war 7 Jahre alt. Zwei Prakim, zwei Kapitel Daniel. Zwei Kapitel Daniel, für mich war das so wie Leute, ganze Tor auswendig zu lernen, das ist nicht normal. Zwei Prakim, ich wusste damals so ein paar Sätze, Reihe von Tanja, aber zwei Prakim, okay, gut, ich habe gesagt, ich mache es. Bis zum Flug musst du das auswendig wissen, sonst kannst du nicht fliegen. So. Toll, Hintergrund hat er schon ein Ticket gekauft wahrscheinlich und so weiter, aber so hat er mir erzählt, besser. Ich habe jeden Tag nach der Schule gearbeitet, auf diese Prakim Tanja auswendig zu lernen. Ein Freund von meinem Vater hat mich einen guten Rat gegeben. Er hat mir gesagt, schau, dein Papa hat dir nicht gesagt, welche Prakim. Es gibt in Tanja kürzere Prakim. Ich sage dir, welche. Okay, er hat mir gezeigt, zwei kurze Prakim. Kurze, ja. Jeder hat so eineinhalb Seiten. Volle. Und das habe ich, Baruch Hashem, gelernt für diesen Flug. Als Kind war das für mich ein Lotterklass. Man kann das nicht mal beschreiben, wie begeistert war ich von diesem Flug, weil niemand flugte damals. Ich hatte schon ein paar Freunde, was auch mit ihrem Vater einmal zum Rebbe geflogen, aber sonst, wer fliegt? Das hat sehr viel Geld gekostet, das hat auch lange gedauert, so fast 14 Stunden Flug. Da geht's so, ich war sehr, sehr aufgeregt. Ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht vor dem Flug, mein Vater sagt, wenn wir kommen jetzt zum Rebbe, Baruch Hashem, im letzten Jahr hat er eine neue Schule gebaut, so ein neues Gebäude. Dann hat er damals eine Hubschrauber bestellt. Er soll Fotos machen von dem ganzen Campus, wie das aussieht, um zu Rebbe zu zeigen, wie sieht aus die neue Schule. Keine Drohne, keine Dasta. Hubschrauber, wir sind dort gestanden. Wow, Hubschrauber ist da, wow. Okay, dann fahren wir zu meinem Großvater. Großeltern, Großvater, Großmutter in Kfar Chabad lebten sie damals. Und dort waren wir einen Tag vor dem Flug. An dem Tag hat mein Vater diese Foto geholt von Hubschrauber, also gerollt, gepackt. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Aber wenn wir jetzt ohne Scherz, konnte ich nicht schlafen. Ich war ein kleines Kind, das war für mich total aufgeregt. Also, Leute, holt ihr schon Klum? Nicht. Baruch Hashem ist dieser Flug gekommen, ich gehe rein zum Flughafen. Wow, erstes Mal in meinem Leben Flughafen, erstes Mal, dass ich sehe Flugzeuge. Und dann plötzlich, normalerweise habe ich immer Flugzeuge gesehen, so kleine. Plötzlich sind sie groß, man kann dorthin reingehen und sitzen und so weiter. Und ja, damals gab es auch im Flugzeug kleine Seifen, kleine Erfrischung, also Rananiot heißt es auf Hebräisch, so kleine Feuchttücher, wo man kann ein bisschen erfrischen lassen. Heutige Tage leider gibt es nicht. Damals, jeder, was hat geflogen, hat ein bisschen so mitgebracht, zu zeigen, ich war dort. Habe ich auch sofort, ich bin so gesessen und mein Vater gefragt, wo ist die Toilette? Was ist denn die Toilette? Ja, gibt es ein paar Seifen, ich muss meine Freunde zeigen. Gut, habe ich genommen ein paar. Kachase, malasot, yeladim. Und Baruch Hashem, gekommen zu New York, Rebbe. Wir haben bei unseren Verwandten dort geschlafen und gegessen. Und dann sagt er, Papa, yalla, komm, wir gehen jetzt. 770, das war genau die Woche, wo es gab Schluchim-Konferenz. Ah. Damals, 1992. November. Ein bisschen vor Rosh Chodesh Kislev. Okay, ich gehe mit meinem Vater, mit meinem Bruder, wir waren mit. Total aufgeregt. Meine ältere Schwester, sie war schon bei der Rebbe. Sie hat mir erzählt, wenn du dem Rebbe siehst, musst du Bracha sagen von Shechianu veKiyumanu. Sag Bracha, dass der Rebbe kann Amen sagen. Ich war damit begeistert. Und wir kommen rein zu 770, aber ich frage meinen Vater, Papa, wo ist 770? So, ich sehe diese, ich kenne schon diesen Ort, weil von Videos und Fotos, aber normalerweise gibt es so ein Gebäude mit Meshulashim, Dreieck, so oben. Ich habe diese Gebäude nicht gesehen. Papa sagt mir, schau, es gibt mehrere Eingänge, okay? Wir sind von dem hinteren Eingang gegangen, aber das ist das Beste. Und ich stehe bei mir, ihr müsst euch vorstellen, so 2 Monate oder so, ich bereite mich vor, für diese, ich war ein kleines Kind. Und dann beginnt das ganze Publikum zu singen, den Nigun von Rosh Chodesh Kislev. Tausende Leute, viele Schluchim aus der ganzen Welt sind gekommen, aufgeregt auch. Und man kann das nicht beschreiben, wie ist dieses Gefühl. Vielleicht ist das
להבדיל, ja, aber schon ein bisschen ein Gefühl, wo wie, so wie im Stadion, wenn man ein Gol kriegt, so, alle schreien, Gol! Und alle, wie geht's so, so? Aber nicht auf diese goyische Art und Weise, sondern es ist mehr spirituell, so, ja, mod, mehr Ragesh. Alle singen zusammen, Maschu, und dann plötzlich, still! Rebbe kommt rein. Es gibt, es wurde so durch die Publikum so ein Schwill, einen Weg, Durchgang zu ihm durchgemacht. Und erstes Mal in meinem Leben sehe ich den Rebbe. Ich wollte nicht sagen, was ich war. Ich war mit Bayesh, Mefached, ich wollte nicht sagen, was. Brachti Bracha. Ich sehe den Rebbe, er geht zum Aron HaKodesh, er gibt eine Schika und er geht und er betet. Opa. Und jemand hat mir einen Rat gegeben, dass beim Rebbe die Kinder dürfen vorne stehen, gleich neben dem Rebbe, weil wo die alle Menschen sind, das ist Chavala, dass man so Waschmaschine die ganze Zeit stupen hier, stupen her, kannst nicht atmen, für ein kleines Kind ist eine Katastrophe. Baruch Hashem, eine Woche lang waren wir dort. Jeden Tag konnte ich neben dem Rebbe stehen, so nicht neben ihm, wo seine Bühne ist, aber daneben. Und immer auf den Rebbe schauen, wie er benimmt sich, was er macht, wie er betet. Mamasch. Wenn der Rebbe ist reingekommen zu Bet Knesset, zu Mincha, hat er immer auch Münzen Tzedaka gegeben, nur für die Kinder. Ich habe Münzen für Tzedaka. So, am ersten Mal, wo ich habe eine Münze bekommen, ich habe mich geschämt von Rebbe, so, weil alle Kinder machen so. Und der Rebbe legt denen bei der Hand eine Münze Tzedaka. Ich habe mich geschämt. Mit meiner Hände so gehalten, kommt der Sekretär von Rebbe, Alav Shalom, er ist vor kurzem uns verlassen, Chaval Asman, Rabbi Judah Leib Groner, Alav Shalom, und er nimmt meine Hand und zieht es aus. Hallo, gib deine Hand. Der Rebbe legt mir rein eine Münze Tzedaka und ich habe verstanden, dass ich für Tzedaka, ich bin zum Kupa Tzedaka gegangen und reingeworfen, Shalom Tzedaka. Dann später hat mir mein Vater erklärt, hallo, diese Münze haltest du bei dich, für sie. Für ewig und gibst du anstattdessen dieselbe Summe, so 5 Cent, 10 Cent, gibst du rein in den Tzedaka, aber das haltest du für später. Besser. Ich habe dort einen Freund gehabt, er ist mit mir, nicht mit mir im selben Flug, aber zur selben Zeit auch geflogen, sein Name ist Simcha Friedman, vielleicht kennt ihr ein paar von ihm. Er ist eine Sänger, Hamud Kaze bei Israel. Und es war uns langweilig, es gab kein Programm für Kinder. So nach dem Gebet, mein Vater geht und lernt oder hört zu so Workshops und so weiter, aber wir Kinder sind dort, Mama aus ihm. Ja, da spielen wir. Okay, wir spielen hier und da. Und dann sagt er, okay, geh mal raus. Dort gibt es mehr was zu spielen. Wir haben ein Auto gefunden, neben dem 770. Und umherum diese Auto haben wir so, komm, ich mach Bäume oder Tofesset, fangen, gespielt. Ich höre, ja, plötzlich Leute kommen, geh weg. Das war dem Rebbes Auto, dieses Auto. Und der Rebbe fährt jetzt weg irgendwo hin, dann der Rebbe gibt noch einmal Tzedaka. Vielleicht war es ein Weg nach zum Ohel, wo seine Schwiegervater geraubt wurde. Und der Rebbe gibt wieder Tzedaka. Baruch Hashem habe ich 2 Münzen von dieser Zeit insgesamt gehabt, Baruch Hashem. Und dann kommt Sonntag. Am Sonntag gibt der Rebbe Dollar für Tzedaka. Und ich bereite mich vor, ich bin mit meinem Vater, meinem Großbruder, wir stehen dort auf diese lange Schlange, schon draußen war eine Schlange, wir sind draußen. Und mein Vater fragt mich, Salman, vielleicht hast du was vorgeplant, dass du willst dem Rebbe sagen? Ich sage, ja, schon. Was? Er war erstaunt. Was hast du? Ich habe gesagt, schau, unsere Babysitterin sozusagen, sie ist immer bei uns zu Hause geholfen. Sie hat mir gefragt, du fliegst zum Rebbe, bitte erwähne so einen Namen, dieser Name. Okay, so viele Namen musst du erwähnen. Sagt mir mein Vater, lieber Salman, leider, ich muss dir sagen, bitte sag gar nicht. Keine Wörter, keine Namen. Warum? Hat mir erklärt, schau, Rebbe steht hier stundenlang. Kommen Menschen, stell dich vor, jeder sagt das und das und das und das. Das ist Chaval al Asman shel Arabi, ist nicht jetzt ein junger Mann, wo Zelo Beseder, man muss den Zeit sparen. Okay, Beseder. Aber es dauert sehr lange, bis wir Schritt nach Schritt gehen, bis wir kommen zur Rebbe. Dann sagt mir mein Vater, weißt du was? Am Donnerstag hattest du Geburtstag. Rosh Chodesh Kislev. Sagt dem Rebbe, dass am Rosh Chodesh Kislev hast du Geburtstag. Das ist alles. Okay. Nach ein paar Minuten fragt mir mein Vater, was sagst du zum Rebbe?
Ah, das ist sicher am Donnerstag. Am Rostschlottisch gehst du auf Geburtstag. Nach 10 Minuten noch einmal. Was sagst du dem Rebbe? Er wollte sicherstellen, dass ich weiß genau, was zu sagen und nicht was anderes. Ken, Kachaya. Begit so, wir kommen Baruch Hashem vor dem Rebbe. Rebbe gibt mir einen Dollar und sagt Bracha ve'atzlacha. Und dann sage ich, ich habe, so, Yeshli Yom Huledet Rosh Chodesh Kislev. Das war der Satz. Ich habe Geburtstag am Rosh Chodesh Kislev. Rebbe gibt mir einen zweiten Dollar und sagt, bis zur Rotterdam. Je weiter mein Bruder kommt, dann kommt mein Vater, er gibt einem Rebbe ein großes Bild von dieser Hubschrauber. Und er zeigt der Rebbe, das ist ein neues Foto von unserer neuen Schule, Baruch Hashem. Der Rebbe gibt ihm auch einen Dollar. Wir gehen raus. Draußen ist ein Schuk, ein Markt. Viele Leute bleiben draußen und schlag dich vor, nimm diese Dollar in eine laminiertes. Liegt es zusammen mit einem Foto von Rebbe, liegt es das, macht das, mach das, kostet so, das kostet so, bla 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 bla, ohne Ende Menschen. Und dann verkaufen sie Fotos von Rebbe, andere Sachen. Bekit so, Markt, Chavala, das machen wir schon. Baruch Hashem, von jeder Sache kann man auch Business machen. Baruch Hashem. Gott gibt alle was zum Essen. Baruch Hashem. Ein Tag später sagt mein Vater, okay, es gibt immer, stand damals jemand neben dem Rebbe bei der Verteilung von Dollars, hat immer Fotos gemacht und Video. Gehen wir zu seinem Büro und wir holen unsere Foto. Gut, wir gehen dorthin, wir suchen diese Foto. Kein Foto. Kein, nur von meinem Vater, wenn er gibt ein Foto zum Rebbe, aber von mir, von meinem Bruder, kein Foto. Video, Baruch Hashem gibt's. Baruch Hashem gibt's. Kauft mein Vater dieses Video und diese Foto und Baruch Hashem, ihr Flemmern. Ein Tag vorher, das war Shabbat, das habe ich vergessen zu erwähnen. Am Shabbat sagte mir mein Vater, schau, am Shabbat gibt es ein Verbringen mit Rebbe. Verbringen, nicht nur so eine, noch etwas, sondern Verbringen, was Besonderes. Dann geh mit deinen Verwandten nach Hause, iss was, komm wieder zum Verbringen. Weil es war so, normalerweise Tfilat Shacharit, das Gebet endet sich so circa 12.30 Uhr, um 1.30 Uhr beginnt der Rebbe Verbringen. Dann alle Menschen, was wollten in dem Verbringen bleiben, haben nicht nach Hause gegangen, um Kiddush zu machen, sondern dort geblieben. Nach dem Verbringen sind sie nach Hause gegangen. Mein Vater ist dort geblieben, sagte mir, geh und komm wieder. Wir waren kleine Kinder. Ich bin dorthin gegangen, nach Hause mit ihm. Wir kommen zurück nach ein paar Stunden. Man kann nicht reinkommen, man kann nicht reinkommen. Du machst auf die Türe und stehen so, es war dort so Pyramiden, wo alle sehen von oben. Man kann nicht rein, nein, dann nehmen wir dasselbe Adelet, also von Hintergang, von dieser Gang. Keine. Heute, ich bereue mich so sehr, dass ich nicht dabei war drinnen. Damals, okay, wir gehen, wir spielen, waren Kinder, aber heute, ich bereue mich sehr, sehr. An eine Sicha von Rebbe war ich, wo der Rebbe spricht zu den Leuten, ich kann mich noch erinnern, das war solche Sirenen. Eine Sirene, so wie ein Alarm, dass der Rebbe spricht gleich. Pitom, du siehst die ganze Straße, Menschen machen ihre Geschäfte zu, nach einem Zayom, mitten Tag, machen zu und laufen, so wie Mishugim. laufen dorthin zum 770. Ich laufe mit meinem Vater, wir kommen rein. Welcome to the Waschmaschine von Siemens, Bosch, whatever. Und ich war damit, ich habe meinen Vater verloren. Leute, der FOO, Leute, Maulech. Ich war so klein und neben mir stehen immer Leute. Ich kann bis heute, Entschuldigung, dieser Geruch von Schwitz und so weiter, bis heute habe ich das hier im Kopf. Sah ja sehr stark bei mir. Konnte dem Rebbe nicht hören, nicht sehen. Ich musste nur immer so machen. So wie Kilo Linschaum, ein bisschen Luft zu bekommen. Aber es war kurze Zeit, es war nur eine 20 Minuten circa Gespräch, aber für mich war das ewig. Ich konnte das nicht behalten. Sag, ja, mach schon. Heute, so, ich meine, Jahre später habe ich später gelesen, was hat Rebbe damals zu dieser Zeit gesagt hat. Was genau. Und nachdem wir waren, Baruch Hashem, bei Rebbe, ich habe Dollar bekommen, noch eine Kontre, so ein Buch von Rebbe bekommen, Baruch Hashem, sind wir nach Hause gegangen. Es war ein ganzer Unterschied, wie vor und nachher, so vor und nachher, vor dieser Reise und nach dieser Reise. Vor dieser Reise war ich Chabadnik, ich bin in Chabadnik geboren, ich habe viele über den Rebbe gehört, Videos gesehen, Fotos gesehen, aber ich habe mich nicht wirklich starke Verbindung mit der Rebbe gemacht. Nach dieser Fahrt, obwohl ich bin nur 8 Jahre geworden, habe ich immer, jeden Schabbat ist so eine Yoman, so eine Tagesablauf, Tagesbuch rausgekommen, was war diese Woche beim Rebbe?
Und jede Woche wurde das geschickt, überall, wo jemand das wollte zu bekommen. Und ich habe das bekommen, jede Woche habe ich das gelesen, von erster Seite bis letzter Seite, weil es hat mich so interessiert, was war jetzt mit dem Rebbe, was war das da? Und dann kommt diesen Tag, ich bin aufgestanden, wir mussten immer jeden Tag mit einem Fahrdienst fahren zu unserer Schule, war weit weg. Wir sind immer so 6.30 Uhr gestanden, um 7 Uhr fährt der Bus weg, du bist nicht dort, verlässt du die Schule. Ich stehe früh und ich sehe viele, die älteren sozusagen Buben, sie sprechen zwischeneinander, der Rebbe ist krank geworden. Maschukara, 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 Waskara, Makara. Es war Chaf Zayin Be'Adar, Adar Bet. Der Rebbe hat Druck bekommen und jetzt alles ist anders geworden. Balagan. Ich kann mich erinnern, wenn wir mit der ganzen Schule zum Rabbi Shimon Bar Yochai gefahren, so sein Grab, Kotel HaMaravi, Klagemauer, hier und her, immer Tehillim zu sagen, Gebet zu sagen, noch Tzedaka, hier und da noch Sachen zu tun für Rebbe. Wir haben auch damals mehrere Live-Übertragungen gesehen von Rebbe. Das war eine neue Sache, nicht? Ich habe drauf so viel gesagt, drückst du auf einen Knopf, bist du drinnen. Damals 5 oder 6 Semi-Trailer sind neben dem 770 gestanden mit solchen großen Satellitenschüsse, um diese Empfang. Und es war nicht immer glatt. Wir mussten in der so sehr, sehr früh aufstehen, so 3 oder 4 in der Früh. Okay? Babokre, Lakum. Wir sind zum Bet Knesset gegangen, dort gab es so eine große Leinwand und wir haben damals den Rebbe gesehen bei dieser Live-Übertragung. Ich kann mich noch erinnern, Chanukka, Tafshin und Gimel war das. Also 1993, wie der Rebbe zum Chanukka rausgegangen und wie die alle Chassidim singen, Hanerot Alalo, wie man zündet die Chanukia. Es war für mich, als diese Übertragung zum Ende gekommen ist, war sehr, sehr traurig. Ich wollte noch immer, ich habe denen, ich habe Kineti bei ihm, beneidigt, dass sie sind noch immer dort und sie können noch weiter dem Rebbe sehen. Eines Tages, so 2 Jahre später, am Gimel Tammuz, ich war noch in der Schule, war eine Pause, alle spielen, ich war noch immer in der Klasse, war fünfte Klasse, Kita Hey. Und plötzlich kommt jemand rein und sagt, Leute, was spielt ihr da? Weißt du, was ist passiert? Nein, was passiert? Was willst du? Was Schlechtes passiert, ich will nicht sagen, geh zu dem Lehrer. So eine Pause, ich gehe rauf, ich komme zu einem Lehrer, ich frage ihn, was ist passiert? Er sagte mir, Rebbe ist nicht mehr da. Als Kind für mich war Bemet Zaya Katastrophe amitit. Ich habe begonnen zu weinen, ein kleines Kind, aber das für mich war das Schock, Schock, Schock. Wir sind zu dieser Speisesaal gegangen mit mehreren Kindern, alle haben Tehillim aufgemacht. Es war kein Lehrer dort, niemand, weil alle Lehrer haben sofort ihre Sacke mitgenommen und sofort geflogen, so nach Tel Aviv gefahren, um einen Flug zu finden. Aber wir waren alleine, alle Tehillim gesagt. Bachino, ja? Wir haben geweint, das war sehr, sehr, sehr traurig. Und ich kann mich noch erinnern, dass seit diesem Tag, jeden Tag, in diese 7 Tage sozusagen, habe ich jeden Tag auf meinem Bett meine Kleidung von Shabbat auf der Seite gelegt, weil falls Mashiach kommt, das kann nicht sein, das geht so weiter, noch ein paar Tage oder so. Es ist, so, Mashiach, ba, shalom, nigmar sipur. Und wir sind heute hier, 26 Jahre später, also nicht normal. Noch jemand das Gewand? Das Gewand leider schon lange. So, ein paar Tage später habe ich aufgehört, diese Gewand auf dem Bett zu legen, aber das war unsere Glaube. So, es kommt Mashiach. Und dieser Glaube ist mit uns noch immer. Nur, wir müssen heute so zu Gimel Tammuz Lechaim zu sagen, um bei Kadosh Baruch Hu, beim lieben Gott zu fragen, so, genug. Es war genug. Corona, Borona, dieser Krieg, andere Krieg, hierher. Kolasipurim, ja, besede. Marazita la sota, ni loyo, der. Was wolltest du mit dem machen, weiß ich nicht. Ich bin nicht Gott. Aber besat, bemet. Bitte, bitte, lieber Gott. So, chwatzet. So, ze maspik, it's enough. Ma od, Baruch Hashem, schau. Wie viele Jugendliche kommen und hören, Shure Torah, beten, machen. Was noch? 26 Jahre. Der Rebbe selber hat geweint und gesagt, ich weiß keinen Grund, warum Mashiach kommt nicht. Damals hat der Rebbe gesagt, man muss noch Tzedaka geben, man muss noch Simcha haben. Man muss, bis eine Zeit, wo der Rebbe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe keinen Grund, warum Mashiach kommt nicht mehr. So, es gibt keinen Grund mehr. Nigmar, fertig, Shalom.
dann wir so ein Lechaim oder Wasser, Wodka, egal was. Lechaim, Lechaim, soll Gott auf unsere Gebete hören, soll er uns Besrat Hashem Mashiach. Nee, ich bin alle sind reif genug, Chaval, lass mal. Oh, 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 reif. Oh, doch, doch. Lechaim, Lechaim. Lechaim, Lechaim. Auf Mashiach, Lechaim. Amen. Wie heißen die? Batuach reif. Joab. Überreif. Mashiach. Sollen wir Krone haben? Kein. Horn haben? Ma'od. Es ist eine physische Welt, wo das und das zieht die Leute an. Emanuel. Trotzdem kommen die Leute zum Gebet und lernen Shure Torah und machen alles. Weißt du, was ist? Du weißt schon, was ist für Menschen auf nicht koscheres Essen zu verzichten? Auf alle, was sie haben schon daran gewohnt, das esse ich gerne und das esse ich. Plötzlich, bumm, nicht. Ma'od, was? Was noch? Ja, lasche Mashiach kwa yavo. Let's see. Schau, Batisa, ich habe wegen Corona, zieht sich das. Man kann ohne Ende Gründe finden, aber auch in alle Sachen. Nein, aber was ja, es ist wichtig zu sagen, dass, was der Rebbe gesagt hat, dass der Mashiach schon kommen muss, hat er geredet allgemein. Allgemein sind alle bereit. Natürlich, jeder individuell hat noch Dinge zu reparieren. Aber er hat eh gemeint, dass wir die letzte Leute sind. Das heißt, aber der Rebbe hat immer geschaut auf die Allgemeine. Er sagt, die Allgemeine ist schon bereit. Jeder muss an sich arbeiten, ja. Aber allgemein, am Israel ist schon bereit. Die Welt ist bereit. Und Mashiach müsste schon lange kommen. Warum und wieso? Wir wissen nicht, aber das ist eine Prüfung des Glaubens. Weißt du, Moshe Rabbeinu ist gegangen auf den Berg Sinai, er blieb dort 40 Tage, hat sich verspätet um einen Tag, nicht verspätet, sie haben falsch gezählt. Damals war ein Tag, heute ist schon. Und auf einmal das ganze Jahre. Volk hat gesagt, kein Moshe Rabbeinu, und nur sein Stamm hat gesagt, nein, Moshe Rabbeinu hat es versprochen. Seine kleine, am Schluss ist er gekommen. Wir müssen glauben. Der Mann, wir müssen glauben an den Moshe. Nicht. Ich glaube. Weil jetzt diese Corona, ja, ich mache Schimmer wie Siro. Alle haben gesagt, hallo, was ist das, diese ganze Geschichte? Mashiach kommt, so. Okay, nicht jetzt, Erev Pesach, Lela Seder. Wenn wir machen den Tür auf. Meine alle, ganze Familie, alle meine Kinder sind mit meiner Frau zur Tür gekommen. Wo ist der Eliyahu HaNavi, Bono Shalala, wo ist der? Er ist wieder nicht gekommen. Solo Matzik, sag zu. Es ist traurig. Was sind wir parot mit Shugaim? Makure! Efo ba Mashiach, Efo! Wir machen auf, niemand ist da. Ah, weißt du was? Es gibt noch eine Suda, eine Mahlzeit in Pesach. Sudat Mashiach! Ah, an diesem Suda, da kommt der Mashiach. Weil das ist die Suda zu Ehren Mashiach, da kommt er. Weißt du, der Rebbe sagt. Oh, wir machen auf, Lechai, Lechai. Wo ist der Ribono Shalom? Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß, was ich muss. Nein. Chaswe Chalila. Nein. Bei Geld, ja. Bekennt. Bei Nassar, aber nicht bei spirituellen Sachen. Erinnere dich, wie es war vor 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren. Nein, aber Elusha. Alle haben zu essen, alle haben zu schlafen. Aber ich denke, stimmt, dass bei Geld der Mensch muss schauen unten und zufrieden sein. Bei Torah und Mitzvot, Gott muss immer schauen nach oben. Wo kann ich noch hinkommen? Wenn es geht um deine Seele, darfst du nie zufrieden sein, musst du dich immer steigern, musst du immer nach mehr streben. Aber die Seele, steht Mashiach, wenn kommt, leben wir hier auf dieser Welt. Nein, ich habe gesagt, dass man sterben. Aber ich muss immer, bei diesen Dingen, er muss immer fragen, warum, wieso nicht noch. Er darf nicht, wenn er zufrieden ist, er wird sich erfällt. Ja, aber andererseits steht, wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, bist du glücklich. Ken, in diese physische Sache. Physische Sache. Wenn jemand sagt, ich bin zufrieden, ich bete dreimal am Tag, so, kol beseder. Ist nicht aber, alles. Aber es steht geschrieben, dass wenn der Mashiach kommt, ist diese Welt auf dieser Welt. Das heißt, unser Körper Nein, sowieso, aber. Seelische Angelegenheit, damit vielleicht ich nicht mehr steigen. Zu kompliziert, vielleicht wollen wir ein bisschen mehr als was wir glauben. Hat Elusha, ich verstehe nicht, geht es dir so gut, dass du den Mashiach, noch warten lassen kannst? Für mich ist der Mashiach schon da. Also Lechaim, ich riss jetzt nicht. Aber wir wollen ihn sehen, spüren. Wenn Mashiach da ist, müssen wir alles spüren. Alles Gute. אתה יודע, יש לו סיפור רציני עם הרבי, של אשתו. יודע, דוד אז סיפר לנו כשהיינו אצל הרבי. וויסטר, וייסו, דוד אשון פרטן על דגישישת. פרטן, ויוון צוזם עם הרבי, מיד דוד אמץ. און בן הפרו, נה? אני רצה גישישת דוד. אה, לא הייתי לא תינת נסול, נסתי זה.
זה בלה בלה בלה, מה כל זה? זה בלה בלה, שמחה. דברי תורה. שמחה, בשמחה. אוי, ידו דו דו. חביל, במחנה. לספיר, משיח קום. בית המקדש מחנה, ילידי. פגנו בן מחנה. אורן משיח דייש, ואני חושב מרגיש. בית המקדש ויסטו מחנה, ילידי. ושבילי זה עשר. Boy, ich mal für wenn Wiener Niveau ist das super. 39 ist super. Bis 70 ist das noch nicht mal der Beginn, aber für Wien ist das okay. Jetzt müssen wir mit dem Spezi anfangen. Ah ja. Oi, 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 oi. Wir sollen da nicht vergessen, Chas v'Chalila. Mensch sagt, ah, wir warten jetzt Corona, wir warten. Und jetzt Corona ist vorbei. Noch nicht vorbei, aber ja, schon. Hier in Wien ein bisschen schon vorbei. Menschen denken, okay, Pseudo, dann wir brauchen nicht mehr Mashiach. So wie der Mensch fährt in Tel Aviv, es gibt keinen Parkplatz. So, lieber Gott, ich habe jetzt einen Termin, einen wichtigen Termin, gib mir einen Parkplatz, doch ruf. Wenn ich einen Parkplatz jetzt finde, ich spende 1 Million Dollar. Sababa. Boom, ein Auto fährt weg, hat einen Platz. Er sagt, lieber Gott, danke, ich habe schon mich irgendwie organisiert. Lass deine davon, ich habe das selber gemacht. Shabbat Shalom. Ja, Corona ist vorbei, bin ich gesund geblieben. Baruch Hashem, meine ganze Familie. Wo ist alles gut. Beseder, wir brauchen nicht mehr Mashiach. Jetzt mehr Geld, bitte. Mehr Geld. Jetzt kann Wirtschaft. Nicht vergessen, Mashiach ist das Wichtigste und dafür sind wir hier und wir beten dafür jeden Tag, jeder Gebet. Vetechesena einenu beshucha leZion berachamim. That's it. Nicht anderes. Chaim. Ja, Norm, hast du verstanden? Vegam Yatsa oder Yatsa? Nishar Bishnim. David, מה קורה איתך? מה קורה? נו, הקורונה עבר? קורונה? עבר כבר? לא התחילו, הוא מאחר. איפה המשיח? איפה המשיח? עוד יותר, השאלה היא עוד יותר חזקה, איפה המשיח? למה הוא כבר לא מתגלה? אני מאמין בזה בכל הלב. דניאל! Wieder begonnen ist er leider. Komm, ich das Daniel? Aber ich rufe dich an, du bist ein Tag, Flo. Komm, ich wege es. Daniel ist ein erster Mann, ein Herz. Lobba, Oche. Heute bist du gekommen. Was für ein Herr von dir, kommt es leider? Oh, ja. Neon, heiler Tor, geh schlafen. Welche Gruppe bist du? A oder B? Elusha, hör zu. Es war einmal ein Mann. Er war ein Businessman. Geschäftsmann. Er hat gearbeitet in Aktien, er hat gekauft Ware. Ein Businessman. Und er hat eine große Frage. Es gab eine gute Gelegenheit, gut einzukaufen, eine Ware. Und er würde viel Geld investieren. Und den Aussichten zufolge sollte der Preis steigen, würde er verkaufen teuer. Er hat nicht gewusst, soll er nicht. Er hatte so seine Zweifel. Man hat ihm gesagt, schreib dem Rav Chapman den Brief. Und Rebbe geschrieben, der Rebbe hat ihm gesagt, mach! Da hat er gesagt, so, jetzt schon, schätze ein, was du gewinnen kannst und von dem jetzt 20% leg beiseite. Und nimm von dir 20% beiseite für Zdaka. Das ist jetzt Zdaka. Dann ist du bekommen 80%. Er hat gelegt beiseite 20% und er hat gekauft die Ware. Er hat gekauft die Ware und er ist auf Urlaub gefahren. Ein paar Wochen. Er kommt zurück vom Urlaub, auf einmal sieht, der Wert der Ware ist gesunken. Aber nicht wenig, viel.
Der hat begonnen zu zittern am ganzen Körper. Er hat so viel Geld investiert. Was mache ich jetzt? Was wird passieren? Da schreibt der Rebbe einen Brief. Er war ein bisschen frecher. Er schreibt dem Rebbe, Rebbe, du hast mir gesagt, bla bla, was ist das? Der Rebbe schreibt ihn zurück, sei geduldig, alles wird okay sein. Erwartet. Und dann eine Woche vergeht, auf einmal der Preis geht wieder zurück, wo es war. Er möchte verkaufen, das weißt du. Zumindest der kriegt so sein Geld. Und der Rebbe, sagt, warte. Warte, er wartet so. Damit am Schluss, der Preis ist gestiegen und er hat viel mehr gewonnen, als er gedacht hat. Dieser Mann erzählt, mich wundert es nicht, dass der Preis gestiegen ist. Das ist normal. Preise steigen, Preise fallen. Er sagt, was mich erstaunt hat, ist, dass der Rebbe, er hat so ein Vertrauen darin gehabt, dass was die Torah sagt, sich immer erfüllen wird. Was die Torah sagt, wird sich erfüllen. Wenn die Torah sagt, du gibst Zdaka, du wirst nicht verlieren, für den Rebbe war das die absolute Wahrheit. Für ihn war das war bombenfest. Das war für ihn. Für uns muss, was die Torah sagt, sein die Realität. Und was wir sehen, wir sind umgekehrt. Wir sehen die Welt und fragen, wie passt die Welt zur Torah? Der Rebbe sagt umgekehrt. Die Torah ist Emet, das ist die Wahrheit. Und die Welt wird sich unter Torah anpassen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was muss sich die Welt anpassen? Emanuel Haplov Chazak. Ruben. זה נורא כמו בטיטניק, בום טובה, אבל מה הפעם הזאת, יש אלף אנשים. זימון, בכבוד. 999 אנשים ניצלו, לא כמו בסיפור של הדבר הלאו. 999 אנשים ניצלים. אחד אבל, מה אומרים בעולם? איזה ניצחון, איזה הצלחה. רק אחד נמאס, 999 ניצלו. מה אומרים בעולם? אוי ואבוי, אמא אחת עומדת על המזח ובוכה. בן שנה לא חזר. אז לכל העולם, 999, זה ניצחון גדול מאוד, זה וואו, אפלאוס, כל הכבוד, ולא סופרים את האחד הזה. אבל אצלם אין כזה דבר. האחד הזה הוא עולם מלואו. ועולם הרבי תמיד סוגר, ולכן כשהוא בא לצל השלוחים שלו, היו באים ואומרים, רבי, עשיתי ככה. כל הכבוד, זהו, עד כאן, יפה, הצלחת. ומה איתה? למה הוא יסתכל על זה ככה? הכל יפה. מי שאצלך, זה הצלחה, זה הצלחה. אבל האמא, קדוש ברוך הוא, האבא של אותו אדם, שואל, מה איתו? מה איתו? בקיצור, הוא היה גם מסתכל במה. ערבית, זימון, ערבית. ערבית קיצור. ראיתי כמה וידאים ישנים, כן? אנשים מעלים אחרים בפייסבוק, וזה... Arjen, du bist der Größte. Ich bin besser. Grüß noch, kein Wetter. Alle gehen. Ja, wir machen jetzt Simon. Kohen, Bechavot, Simon. 10, aber die haben schon begonnen. Ich glaube nicht, dass du 10 hast. 3 hast du. 3. Mach Simon, wir haben sie mit dir. 1, 2, ich bin der Dritte. אמנואל ערבית. היו מייצרים בשבילו. מתי תמר על תרבית? בית את ערבית? סכום הסוף. מה הקטע? למה? לא קטעים. מה הקטע? רבי! מה הקטע? זה שנה, זה מיליונים. ברור? דאווינים. מה הוא אמר? זימון! שתי יהודים. אף אחד עוד רעי בכל עצם את ידובי. סוף דבר, אף אחד תשמע את האלהים הרבית. אני ואתה שם נפגשים, אני ואתה נשמע נשמע. בוא נחשור למה שיש לי שיפית. כשאני זוכש אותך, אני נותן לך זור המעלה. אהב להם, אני צדקה. שפות שמיים!
ברוך אלוהינו שלנו שלום דבר ראינו במקום הדולר שהוא קיבל מהיין הוא היה שומר אותו דולר אחר במקום שם בין אני נפגש עם מי שאני רוצה את ההזדמנות הזאת להשיח טובה לאדם זה זה הלך הדולר שכל פעם עכשיו הרבי יכול להגיד אוקיי ברכה בלי דולר יכול לבוא ברכה